Hey Leute, hier ist einmal mehr Derza. Und heute Tao Kai neu. Habe ich schon mal rezensiert, die meisten Leute kennen das Video wahrscheinlich nicht. Und jetzt gibt es hier noch eine scharfe Variante, die habe ich reduziert bekommen. Übrigens, von diesem normalen Tao Kai neu, mittlerweile kann ich es auch aussprechen, habe ich mir damals, als ich es entdeckt habe, ein paar Packungen geholt. Und musste aber mit der Zeit feststellen, dass ich das Zeug doch nicht so lecker finde. Und ich dachte, ich hole mir schnell ein paar Packungen, bevor es das nicht mehr gibt. Aber das gibt es anscheinend dauerhaft überall im Real und in den Asialäden. Gut, aber die scharfe Variante habe ich jetzt noch nicht probiert. Die mache ich jetzt mal auf. Es riecht wirklich gut nach Seetang. Ah, nicht wirklich gut, aber naja. Ich zeige euch noch zum Vergleich die normalen. Und ich rieche auch mal noch mit meinem feinen Saarnäschen. Mein Näschen ist einsame Spitze. Ja, riecht ungefähr gleich. So sieht es dann aus. Das hier ist das normale Tao Kai neu. Das sind immer solche Seetangstreifen hier. Und hier sind die Hot and Spicy Tao Kai neu. Die sehen dann so aus. Also eigentlich das gleiche. Aber man sieht ein bisschen einen orangen oder rötlichen Touch. Das mag wohl so das Spice sein und das Hot, das man drauf gebröselt hat. Hier nochmal direkter Vergleich. Oben die normalen, unten Hot and Spicy. Ja, und wir haben hier ein... Ja, Leute, jetzt probiere ich noch mal die normalen hier. Sind ziemlich fettig. Allerdings traue ich diesen Angaben hier nicht so ganz. Also, das soll angeblich zu 66% aus Fett bestehen. Hier auf den Hot and Spicy steht 63%. Die sind aber aus einem anderen Laden, glaube ich. Wobei das Etikett scheint das gleiche zu sein, dieser Aufkleber hier mit den Zutaten und so weiter in deutscher Sprache beziehungsweise in den europäischen Sprachen. Und von dem her bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob das stimmt. Ich zeige euch hier nochmal, warum ich manchmal skeptisch bin. Hier ist nämlich ein Produkt aus dem Russenladen, nämlich Snack ausgetrockneten Brassenfilets. Getrocknet und gesalzen zum Snack als Bier und so weiter. Also Trockenfisch. Wenn ihr dann mal die Zahlen addiert von den Makronährstoffen, das kann niemals sein, ne? Und ich sehe gerade, hier kann das auch nicht sein, nämlich 63 Gramm Fett. 63 Gramm Fett. Kohlenhydrate 20 Gramm. Ballaststoffe 10 Gramm. Und Protein 13 Gramm, da komme ich auf 106 Gramm und dann kommt noch Salz und Wasser und so weiter. Ne? Ich verstehe nicht, warum bei importierten Produkten so lasch mit dem Nährwertaufkleber umgegangen wird. Naja, müssen wir mit leben. Ja, also ich kenne den Geschmack von den normalen. Man spürt schon ein bisschen Fett und so. Aber dass es zu zwei Dritteln aus Fett bestehen soll, ich glaube es nicht. Ich traue diesen Nährstofftabellen hier einfach nicht mehr. Ne? Hm. Auf jeden Fall würziger. Mhm. Ja. Schmeckt leicht fischig. Wobei ich glaube, das ist mehr Geschmack. Mhm. Ja. Es schmeckt aber fast gleich. Es hat nicht sehr viel Eigengeschmack. Es schmeckt ein bisschen nach Grünzeug und nach Meer. Und in dem Falle von Hot and Spicy ist es noch ein bisschen scharf und schmeckt nach Paprika. In diesem Sinne, Leute, hier oder hier weitere Videos von mir. Ciao, Leute!